Burger, eines der beliebtesten Gerichte weltweit. In Amerika werden jährlich fast 50 Milliarden Burger verzehrt. Und deshalb dachten wir uns, wir testen ein paar der besten Burger Deutschlands auf dem größten Burger-Festival hierzulande. Und das kam dabei raus. Freunde, gebt euch das Teil. Das sieht sehr, sehr saftig aus auf jeden Fall. Es riecht auch sehr saftig. Smash Burger, Japanese Brioche. Ich habe noch nie Japanese Brioche gegessen. Und das ist mein allererster Smash Burger in meinem Leben. Also ich sag's so ehrlich, eine Integration war lange fällig. Und wir machen das heute direkt ins kalte Wasser springen. Erster Biss. Boah, Alter. Das ist ein Smash Cheese Burger. Die Pickles, die sind geil. Käse, wirklich alles richtig geil zerschmolzen. Du musst schon die Kamera hier zeigen, hier als Kamera. Es ist so, als ob du in einer Wolke reinbeißt. Wirklich, dieses japanische Brioche, das ist sehr, sehr wild. Ich habe jetzt 10 Mal auf jeden Fall gesagt, aber das ist einfach geil. Muss man sagen, ein bisschen Salz fehlt mir, aber als Foodblogger bist du echt salzresistent. Also Freunde, ich bin auf jeden Fall so ein Fleischliebhaber und ich glaube, ein bisschen mehr Fleisch wäre nötig. Weil sonst hat man so einen rötlichen Geschmack. Ich verstehe den Hype nicht um Smashburger. Also ich finde, das Fleisch ist mir zu dünn. Ich brauche schon irgendwas Fleischiges. Also so ein normales Burger Patty wäre schon, denke ich mal, sehr, sehr viel geiler. Mal sehen, ob wir krassere Smashburger finden. Aber schreibt mal unten rein, was euch an diese Smashburger taugt. Also ich verstehe das gerade irgendwie nicht so krass. Mal sehen, Wege-Burger. Ich habe Wege-Fleisch noch nie probiert. Das wird mein erstes Wege-Fleisch sein. Direkt auf dem Burger. Vielleicht ist das Smash. Ich glaube, es ist auch wieder Smash. Freunde, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Wagenfleisch probiere und direkt auf einem Burger. Hier ist irgendwie nicht durch, glaube ich, das ist der Teig, oder? Auf jeden Fall, Fleisch ist auch nicht komplett durch. Ist ja, jetzt ist es Medium. Medium oder, wie heißt das? Das ist Rare, glaube ich. Ich muss sagen, das ist mir echt zu hoch. Das ist schon so ein Standard-Burger mit Burgersoße. Hat mich jetzt nicht so krass überzeugt, muss ich sagen. Dieses weiche Bun, aber ich glaube, ich weiß nicht, warum das so weich ist. Aber das ist Fleisch? Fleisch ist, wie gesagt, ein bisschen roh. Ich merke da nicht jetzt einen Unterschied, ob das Wagyu-Fleisch ist oder normales Rindfleisch. Hätte es mir keiner gesagt, dass es Wagyu ist, hätte ich es nicht mal gecheckt. Fazit, also es hat sich jetzt nicht so gelohnt für 13,50. Von der Größe auch nicht so groß. Den anderen fand ich definitiv um einiges besser, um Welten besser. Komm, weiter geht's, lass mal weiter, oder? Zunächst. Ja, lass mal irgendwas kosten. Ja, irgendwas Amerika-Style für dich. Gibt's irgendwas Amerika-Style? Freunde, wir haben hier einmal den Boss Hoss Burger. Der sieht sehr, sehr saftig aus. Hast du Papier mitgenommen? Sicher? Nein. Mach eine Hose einfach. Bist du ein Mann oder ein Auf Frau? Jeden Fall, Freunde, wir haben einen geilen Brioche Bun, der sehr fluffig aussieht. Das ist richtig, hallo. Wir haben einen Smash Burger hier Blut? Mit Bacon Jam. Das ist Bacon und geröstete Zwiebeln. Und Alkohol. Gelöscht in Whisky. Das Ganze fällt runter. Boah, Alter, das ist bis jetzt der krasseste, muss ich ehrlich sagen. Man spürt so leicht diesen Whisky-Touch, diese gerösteten Zwiebeln und dieses Bacon Jam, das ist sehr, sehr heftig. Sag jetzt, bei 13,50 erwarte ich schon Pommes. Ich muss sagen, dieses Fleisch-Patty ist perfekt. Also smashed, aber trotzdem nicht zu dünn. Man spürt es wirklich. Spürst du noch was anderes? Den Spieß aber. Das ist wirklich krass, also so pikant. Es ist so eine Schärfe drin, sehr, sehr wild. Ja. Aber was ist Boss Sauce? Ich dachte, das ist Boss Sauce, aber da war doch. Das ist wirklich heftiger Burger. Aber wenn ihr nach einem Burger nicht so aussieht, dann seid ihr, das ist kein guter Burger. Also der hat bestanden. Freunde, danke fürs Zuschauen. Schreibt uns unten rein, welche Burger wir noch testen sollen. Und liken, abonnieren nicht vergessen. Bis dann.